Zweiklassengesellschaft Deutschland. Warum Pensionäre im Jahr 2021 eine Rentenerhöhung bekommen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 18. März 2021 kam die Hammernachricht. Für westdeutsche Rentnerinnen und Rentner, das sind ganz viele Millionen, gibt es im Jahr 2021 keine Rentenerhöhung. Grund Corona und die schlechte Lohnentwicklung im Jahr 2020. Dagegen aber Millionen Ruhestandsbeamte der Länder und Kommunen seit dem 1. Januar 2021 1,4% mehr Rente bekommen oder mehr Pension bekommen. Und für die Bundesbeamten gilt das ab dem 1.4.2021. Ich sage, ein Skandal, dass Beamte hier in Deutschland besser behandelt werden wie Millionen Rentnerinnen und Rentner, die wegen Corona im Jahr 2021 keine Rentenerhöhung bekommen. Der Grund, warum die Beamten diese Erhöhung bekommen, sind einfach nur diese klassischen Tariferhöhungen, die die Beamten jedes Jahr mit den Gewerkschaften und dem Arbeitgeber vereinbart haben. Und das zieht natürlich die Pensionen auch mit nach oben. Schauen wir einfach mal nach Österreich. Da zahlen die Beamten auch in die gesetzliche Rentenkasse ein. Also, geht doch. Vielleicht sollten wir mal über das Thema Berufsbeamtentum in Deutschland diskutieren. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.